Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Elden Ring Shadow of the Archtree geht weiter. In der letzten Folge habe ich den Auftrag bekommen, in den Osten zu gehen. Mehr oder weniger den Auftrag. Ich habe einen Brief gefunden, der meinte, ja, vielleicht doch mal eher im Osten gucken. Grüß dich, Thorsten. Ich soll nach Osten. Dann laufen wir mal nach Osten und schauen mal, was uns auf dem Weg so alles erwartet. Über die Brücke wäre ich jetzt sowieso wahrscheinlich als nächstes. Das hier sieht gefährlich aus. Macht's Bock? Ja, ich habe gestern nur eine Stunde, die letzte Folge, eine Folge habe ich aufgenommen. Da war ich einfach zu kaputt dann. Das hier sieht irgendwie unangenehm aus. Oh oh. Das ist doch schon... Das ist doch auf jeden Fall gefährlich hier. Du warst gut erfolgreich. Geil. Ich bin gerade am Schauen. Ich will da durchreiten und dann glaube ich, hau ich einfach nach links ab da vorne. Und werde mich dann nochmal umgucken, was da vorne geht. Jetzt muss ich erstmal versuchen, da durchzukommen. Wie viele Runen schleppe ich denn mit mir rum? 120.000. Vielleicht ist es eine gute Idee. Erstmal auf... Ja, ich habe genug Zeug. Einen der großen Bosse gekillt, der eine Bossseele gebracht hat. Warte, wo sehe ich denn die hier? Kann ich die irgendwo... Die sehe ich doch im Inventar eigentlich, ne? Sind die hier dabei? Den zum Beispiel. Tanzende Löwe. Der war verrückt, ja. Im ersten Moment fand ich es ein bisschen... schwierig, aber es ging dann. Wie viel brauche ich denn für den Level Up? Nachdem ich so ein bisschen seine 36.000 brauche ich noch. 380.000? Was ist mit 380.000? Was geben denn die eigentlich? Davon mal eine benutzen. 500. Ah, okay. Ah, das wird... Das wird eng. Du brauchst 830.000 Runen für ein Level. Okay. Also ich muss hier auf jeden Fall noch ein paar schlucken, damit ich weiterkomme. Ich nehme jetzt einfach hier 7 Stück. Wird schon reichen dann. Ja. Passt. Ach so, das steht in der Info, wie viele Runen der kann sein. Auf was gehe ich denn noch? Es ist alles so... Ausdauer ist natürlich nicht schlecht. Hier, Geist nehme ich noch ein bisschen. So, und jetzt einfach Vollgas über die Brücke, irgendwie versuchen, der Balliste auszuweichen und dann hinten nach links abhauen, ist der Plan. Mal schauen, ob es funktioniert. Ab wann schießt er auf mich? Jetzt, okay. Ja, okay.
Hier will ich hin. Yep, danke. Oh, was geht denn hier? Hi, grüßt euch. Erstmal weg da. So, jetzt haben wir eine bessere Ausgangslage. Hey, was seid ihr denn? Die verprügeln mich jetzt 100 pro. Okay, ging. Ging ganz gut. So, jetzt habe ich hier so eine Karte. Ich will auf jeden Fall noch zu so einem Kreuz kommen. Mal spielst du mit zwei Doppelklingeln, mal mit zwei Großschwertern. Ja, nice. Das ist natürlich geschickt, wenn man das so anpassen kann. Ich nicht. Ich hasse diese Köter, ne? Danke. Mein Gott. Wenn die Bleed-immun sind, ja, muss man natürlich auch erstmal rausfinden. Schmiedesteine, was ist das hier? Ist das Feuer? Nee. Keine Ahnung. Jeden Fall hier eine richtig fette Zeltstadt am Start. Wo auch hinter jeder Ecke einer sitzen könnte, ne? Der mich überfällt. Hallo? Niemand da. Handbuch des Feuerritters. Sepp, grüß dich. Endboss-Waffenskill reingeballert und tot waren sie alle. Ja, es gibt Möglichkeiten. Was haben wir denn hier noch so in diesem Lager? Die da oben sehen gefährlich aus. Es gibt Mini-Dungeons ohne Bosse. Okay. Danke für den Hinweis. Ist ein wertvoller Hinweis. Ach, guck mal hier. Eine Gnade, ja, das ist doch wunderbar. Ist das hier... Nee. Ach, wer bist du denn? Du siehst nach einem Parierkandidaten aus. Wobei ich in letzter Zeit mit der großen Keule immer sehr, sehr gut gefahren bin, würde ich jetzt hier an der Stelle einmal parieren versuchen. Mal schauen.
Ob ich die Riesenwaffe parieren kann? Nee. Machen wir nicht. Boah, er lasert. Läuft. Gut, das war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ich könnte aber sein, dass ich mit der großen Keule genauso gut gefahren wäre. Ist jetzt so ein bisschen die Frage hier, Haupteingang oder Nebeneingang? Ich guck mal hier rein und schau mal, was der Kumpel hier zu melden hat. Sind hier noch irgendwelche anderen Boys drin? Ja. Anvisieren bitte. Gut, der hatte nicht allzu viel zu melden. Hi, was hast du bewacht? Nichts weiter? Okay. Doch kein Nebeneingang an der Stelle, sondern wohl eher einfach ein Aufenthaltsort für einen Magier mit großem Schwert. Das ist hier alles irgendwie wieder so ein bisschen suspekt. Hier ist es zu ruhig. Das war der Pausenraum, der Typ hatte nur Mittag. Möglich. So, jetzt haben wir da eine Höhle und hier geht's. Ich guck erstmal, was hier geht. Ich glaube, hier geht's nicht weiter, sondern hier geht's nur auf einen Turm zum Beispiel. Ich habe zwischendurch im DLC mehr Frame Drops als im Hauptspiel. Bingo, grüß dich. Ja, Loot. My Lady. My Lady. Leichtes Großschwert. Ein leichtes Großschwert. Das klingt spannend. Stärke, Geschicklichkeit. Aha. Aufspießender Stoß. Okay. Ja, Geschicklichkeit wollte ich auch nochmal ein bisschen leveln. Dann wird das vielleicht das nächste sein, was ich mache. Leute, wie habt ihr geschlafen? Bei mir war eher so meh. Das ist ein Bait hier, oder? Okay, nee, anscheinend nicht.
Aber hier, wenn da eine Flugfeder liegt, dann kommen jetzt hier gleich irgendwelche fliegenden Bastarde. Du da oben, komm mal her. Boah, Alter. Boah, der verprügelt schon anders. Aber geht klar. Geht klar. Handbuch des getreuen Ritters. Ein Schlüssel? Das ist ein Schlüssel-Item. Moment. Ja, das, okay, ah, das zählt alles als Schlüssel-Items hier, was man dann so craften kann. Verstehe. Hatte ich vergessen. Oh, ich hab's gewusst und hab mich trotzdem erschreckt, ne? Oh, Mann, ey. Es war so klar. Und trotzdem erschrecke ich mich. Nachricht von Leda. Hier lasse ich das Fleisch meines Körpers zurück. Okay. Jawohl. Noch ein Fragment. Das ist gut. Will ich den da hinten jetzt mal kurz verprügeln? Bevor ich die Gnade benutze? Ich glaube ja. Will ich. Was macht er da unten? Na, ja, dann bleib halt da unten. Ich weiß nicht, ob ich dem Loot hinterher springe, der hier liegt. Da ist ein Loch und alles. Keine Ahnung, da weiß ich nicht, wo ich ankomme. Ich benutze mal die Skadubaum-Stücke. Er landet jedes Mal unten. Kann ich hier aufmachen? Nee, ich kann hier gar nicht aufmachen. Dann vermute ich, dass ich hier weiter soll. Mesmer Soldatenrüstung. Alrighty. Da unten sind Köter. Ein paar Adler, okay. Da ist ein Loot, na dann holen wir uns den doch mal. Sternlichtsplitter, okay.
Meh. Habe ich, glaube ich, auch noch nie benutzt. Eine Jump-and-Run-Passage. Okay. Greifst du mich an? Oder bist du einfach nur eine Schildkröte? Du bist einfach nur eine Schildkröte. Dich können wir mal da liegen lassen. So, hinter welcher Ecke wartet jetzt hier einer? Will ich nach oben oder will ich durch den Wasserfall? Endlich ein Wasserfall, hinter dem sich eine Höhle verbirgt. Wie lange ich darauf gewartet habe in Elden Ring. Aber ohne besonderen Loot. Ganz so krass, klischeehaft wollten sie dann auch nicht sein. Okay. Auch irgendwie verständlich. Bin ich jetzt hier schon an dem Tor? Ja, tatsächlich. Dann machen wir mal auf. Ich vermute, dass ich hier aufmachen kann. Erb. Tor offen. Sehr gut. Hi, Jungs. Sehr viele Schmiedesteine am Droppen. Sehr viel Loot, auch von dem ich noch keine Ahnung habe, immer noch keine Ahnung habe, was er überhaupt bringt, was ich damit craften kann. Ich glaube, das waren immer diese Fette. Dafür braucht man immer einen Faden. Ja, tut mir leid, Hundi, dich habe ich schon gesehen, bevor du rausgesprungen bist. Was macht ihr denn hier? Ey! Ja, dann ist egal. Wenn ihr wegportet. Karianische Ritterin. Moon. Irgendwas. Munitrill. Läuft. Munrithyls Ritterschwert. Okay. Könnte vielleicht cool sein.
Was haben wir hier? Oh, Marika. Ich flehe euch an, nehmt euer Kind an. Und gebt uns ein Zeichen. Wie lange soll dieser heilige Krieg weitergehen? Okay. Heiliger Krieg scheint ihm zu viel zu sein. Relanas Kami. Relanas Kami. Verbessert Angriffe, die ausgeführt werden, nachdem die Haltung eine Zeit lang nicht geändert wurde. Was? Nachdem die Haltung eine Zeit lang nicht geändert wurde? Nee. Verbessert Angriffe, die ausgeführt werden, als Erinnerung, dass die... Ich glaube, mit eurem Singen werden wir... Ich glaube, das ist gut für mich, weil ich ja ständig... in dieser zweihändigen Haltung Spiel, oder? Ja, der hatte auch Mittagspause, aber was soll ich denn machen? Er hat mich gesehen, er hat sich umgedreht. Er wollte mich dann doch am Ende. Oh, hi! Er kommt einfach von hinten an. Kommt er einfach von hinten an. Ich wollte doch gerade zu ihm gehen und Hallo sagen. Ist das hier eine Flohflamme? Brauche ich hier... Kann ich hier teleportieren irgendwie? Nee. Irgendwo schlagen schon wieder magische Geschosse ein. Da oben drauf. Was ist das für ein Tor? Keine Ahnung, wir haben es mal aufgemacht. Ach, schade, ich habe gehofft, ich könnte hier nach oben zu ihm. Aber dem ist wohl nicht so. Na gut, dann geht's wohl hier weiter, hm? Relativ straightforward. Nun, ich muss ja ganz ehrlich sagen, so schlecht finde ich meine Waffen gar nicht. Sie leisten mir gute Dienste. Nein, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Shit, ich dachte, ich könnte sie alle zerschmettern mit meiner Keule. Ah, Mist. Das waren auch schon wieder 114.000 Runen. What? Okay. Jetzt bin ich aber relativ weit gelaufen. Ohne irgendwie ein Ding zu finden, ne? Ohne eine... Ah ne, es geht. Es ist nicht so weit. Diesmal ein Ticken vorsichtiger sein hier an der Stelle.
Hi, kommt mal her, Jungs. Die Bock haben. Die Bock haben zuerst. Läuft. Da unten ist sein Kumpel einfach weggerannt und ihn interessiert's gar nicht. Er bleibt einfach stehen und redet mit sich selbst weiter. Der wollte gerade mit Feuer auf mich schmeißen, glaube ich. Da stehen immer noch diese dämlichen Zauberer rum, die da rumballern. Ich weiß nicht mal... Oh, hi. Oh, okay. Das hätte ins Auge gehen können, mein Freund. Dein Speer hätte in mein Auge gehen können. Finde ich nicht so cool. Magischer Schwertschlüssel. Nice. Hi, grüß dich. Diese Sprungattacke, warum habe ich die so wenig benutzt? Die ist einfach brutal. Jetzt würde ich vermuten, dass gleich wieder eine Gnade kommt, so vom Takt her, wie sie bisher kamen. Müsste ich jetzt dann noch eine finden. Jawohl, guck mal an. Richtig vermutet. Wie viele 139.000 habe ich noch genug kleine, um auf 155k zu kommen? Ja, das könnte gerade reichen. Für ein Level Up. Ah, nee, ich brauche schon fast 160.000, okay. Jetzt reicht's. Geschick wollte ich noch ein bisschen leveln, dass ich da auch mal irgendwie eine andere Waffe nehmen kann, die vielleicht ein bisschen was mit Geschick zu tun hat. Irgendwann mal. Wait. Momentchen mal. Geht's da unten weiter, wenn ich jetzt hier runter hüpf? Weil hier... Ah ne, da... Oh, lol, ich bin einfach super blind. Da ist einfach ein riesiger Torbogen. Mit einer fetten Treppe. Da geht's weiter... Oh! Okay, die ist schneller als ich dachte. Aber ja, sie sieht auch flott aus. Relana. Renala, Relana. Jetzt geht das schon wieder los mit den Namen, ne? Jetzt muss ich aber einmal testen, wie das mit dem Parieren ist. Weil, wenn ich die parieren kann, wobei die Wahrscheinlichkeit relativ gering sein wird, dass ich, so wie sie aussieht und wie sie sich bewegt, dass ich da mit einem Parieren guten Schaden machen kann, wird wahrscheinlich nicht der Fall sein.
Ich glaube, ich bin mit der Keule besser dran. Vor allem super schwer zu erkennen. Weil sie sich sehr wild bewegt. Und ich glaube, dass das Parieren hier mich mehr Zeit kostet zu lernen, als die Rolle zu lernen. Deswegen gehen wir nochmal mit der Keule rein. Cooler Boss wird hier im Chat schon angekündigt. Sie bewegt sich ganz cool. Wenn ich keine Frame Drops bekomme, dann ist das auch geil. Beim anderen Boss, den ich schon bekämpft habe, hatte ich Frame Drops. Das war sehr ärgerlich. Ach nö. Magieblödsinn. Können wir das lassen? Ach, ich hasse es, Mann. Hätten wir nicht einfach einen coolen Schwertkampf haben können, musst du auch noch anfangen. Mit deinem... Wir hätten echt einen coolen Schwertkampf haben können, aber du musst ja wieder Zeug auspacken, ne? Du musst ja wieder Zeug auspacken. Schweinerei. Das hätte ein cooler Schwertkampf werden können, gute Renala oder wie auch immer. Dieses Schwert macht jetzt mittlerweile so wenig Schaden. Ich probiere das jetzt aber trotzdem einmal mit der Fähigkeit des Schwertes aus. Kommt auch nicht in den Stun rein. Ich habe sie jetzt wie oft getroffen? Relativ zügig hintereinander auch. Ich glaube, ich krieg sie nicht in den Stun. Ich probiere nochmal parieren. Okay, das war ein Treffer. Ich weiß.
weiß nicht, ich glaube, ich kann kaum Schläge von ihr parieren, leider. Also diese zweimal, wenn sie mit beiden Klingen zuhaut, sowieso nicht. Wenn sie mit beiden Klingen zuhaut, kann ich sowieso nicht parieren. Glaube ich. Jetzt bestünde noch die Möglichkeit, ein fetteres Schild zu nehmen. Sepp, genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich guck mal, ich habe ja auch fettere Schilde dabei. Ich habe bisher noch nie ein Großschild benutzt. Da bin ich natürlich bockschwer jetzt mit dem Ding. Mal ganz kurz schauen. Große Last. Ah ja, da kriege ich schon eine mittlere Last. Und da mache ich so einen Schlag mit. Okay. Eigentlich bräuchte ich dann eine bessere Einhandwaffe. Habe ich mir irgendwann mal was Besseres gebastelt? Nee, ne? Wäre mal jetzt vielleicht an der Zeit, doch mal herzugehen und eine schnelle Einhandwaffe mir hochzuleveln. Ja. Ich probiere es jetzt mal so aus, ob ich überhaupt damit klarkomme. Und das hat schon mal wesentlich weniger Schaden gemacht. Es dauert halt 100 Jahre jetzt. Alter, sowas ist halt nervig dann, ne? Wenn sie mit ihrem Blödsinn da kommen. Ah, okay, Ausdauer muss ich natürlich im Blick behalten. Das sollte ich nicht außer Acht lassen. Ja, das Schwert ist Max Level, ja. Das Schwert ist leider Max Level, ja. Leider, leider. Es macht keinen Schaden.
Aber was ich noch machen kann, und jetzt wird's wild. Ist dies. So, jetzt muss ich trotzdem einmal. Gibt's hier eigentlich auch eine Plus-Ding davon, dass man da mehr kriegt? Leichtere Rüstungen wählen an der Stelle. Hier, guck mal. Dann stimmt immerhin der Titel. Was heißt hier immerhin? Nein. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich vielleicht doch da kommen zwei, okay. Also das Großschild, das fühle ich jetzt auch nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Es gibt ein Fenster, in dem ich sie auf jeden Fall angreifen kann. Aber machen wir uns mal wieder ein bisschen schwerer. Thank you.
Ach, fuck off. Ich hätte noch einmal ausweichen sollen. Geblutet hat sie jetzt auch noch nicht, ne? Geblutet hat sie jetzt auch noch nicht, glaube ich. Ich muss unbedingt mal jetzt, glaube ich, tatsächlich nach anderen Einhandwaffen schauen. Arkan, Geschicklichkeit, Stärke. Ich will was mit Stärke, krummes Großschwert. Ja, stimmt, die Waffenasche vergesse ich immer, dass es sowas gibt hier. Weisheit, Stärke, Geschick. Ich will eine Stärkewaffe. Warum kriege ich hier nicht eine einzelne Stärkewaffe? Einfach nur mit Stärke. Alles voll mit Glaube und irgendwelchem Zauberblödsinn und irgendwas mit Geschick. Und ich will einfach nur dick auf die Fresse geben. Hier, das. Beil des Bestienmenschen. Aber das ist doch auch nur so eine Anfangsstart-wilde, keine Ahnung was, Waffe. Alles mit Geschick, 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 Geschick. Stärkebuilds sind wohl nicht ganz so gern gesehen. Nur dieser Hammer. Ärgerlich. Aber ich kann das ja umbauen, ne? Eigentlich. Theoretisch kann ich es umbauen. Also so ein bisschen jedenfalls. Was ist das? Gigantische Waffe. Das sind gigantische Waffen. Kriegshammer. Einfach nur eine Spitzhacke. Auch nicht schlecht. Ein Zepter. So, dann suche ich jetzt mal eine, die gleich ist. Mit Geschicklichkeit und Stärke. Hier sowas. Krummschwert. Fließendes Krummschwert. Ich habe halt auch keine Ahnung, ne? Also, hier stehen Werte und so. Und aber was davon ist jetzt gut und was schlecht? Und keine Ahnung, ey. Ich will noch eine Einhandwaffe. Da habe ich wieder Arkan mit drin. Hier so ein... Das ist aber wieder ein Dolch. Dolch haben seltsame Angriffsmuster. Ich meine, das habe ich ja schon angefangen zu leveln. Das kann ich auch einhändig nehmen. Das müsste ich nur noch ein bisschen weiter hochleveln. Ich versuche jetzt das mal. Kann ich das leveln? Habe ich genug Zeug, um dieses Schwert zu leveln? Nee, da muss ich nicht hier hin, sondern... Wie komme ich denn jetzt? Bin ich mal gespannt, ob ich genug Stuff habe, um dieses Schwert zu leveln. Natürlich brauche ich dann auch einen Haufen davon, aber das benutzen wir gleich erst, wenn ich weiß, ob ich überhaupt Schmiedesteine dafür habe. Eigentlich habe ich alle möglichen Schmiedesteine. Wirklich, weil ich ja kaum gelevelt habe. So, ja, guck mal, Dunkelschmiedesteine, auf jeden Fall. Warum kann ich die Schilde eigentlich verbessern? Die, ja, okay, das ist natürlich bei Großschilden dann schon auch ein Thema. Aber bei dem Parierschild brauche ich das nicht machen. Gut, also, dann schlucken wir mal ein paar Runen. Hau ich mir mal alles rein, was ich hier so finden kann. Zack, Auswahl nutzen, nimm alle 12, let's go.
Weiter aufleveln kann ich das nicht. Ist das jetzt Maximum? Sieht so aus. So, dann haben wir mal ein anderes Schwert jetzt. Helm ist doch eigentlich vollkommen wurscht, was ich mir da aufsetze. Genau, das könnte ich auch noch machen. Das, was Sepp gerade schreibt. Das funktioniert hier. Und dann... Das gibt's hier gar nicht. Das Schwert ist hier nicht drin, dann wird's nicht gehen. Dann kann ich's nicht ändern, ne? Schätze ich mal. Das muss ja hier drin sein. Weil nur hier kann ich das über die Aschen, kann ich das dann machen. So, gut. Hier war das, ne? Ich glaube. Ich bin mal gespannt, ob dieses Schwert jetzt mehr Schaden macht. Als meine Keule und das andere Ding. Okay, man kann sie auf jeden Fall rausbringen. Das hat vorher nicht geklappt mit der Keule. Mit diesem Schwert schon. Oh, das darf ich nicht durchziehen. Da muss ich einmal... hier, sag schon. Weißt du Bescheid, ne? Ausweichen. Aber ja, das Schwert fühlt sich eigentlich ganz geil an. Nur sollte ich auf jeden Fall dann auch noch ein bisschen in... Okay. Alter, was für eine Reichweite. Durch die gesamte Arena. What the fucking hell? Oh nee, 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 nicht Kamehameha jetzt oder so. Scheiße, ah, da muss ich springen, fuck. Ah, oh, ein HP, sie überlebt mit einem HP. Ah.
Aber mit dem Schwert, das hat sich echt gut angefühlt. Das ging absolut klar. Einfach mal ein andere Waffe nehmen. Mal so eine richtige Waffe. Nicht so ein komisches Zeug. Da wollte ich gerade wieder zu viel. Aber ich benutze gerade auch die Fähigkeit des Schwertes nicht und ich muss meine Arznei jetzt mal umstimmen. Ich muss die Arznei einmal umbauen. Ich glaube, die gibt mir einen Heal. Den brauche ich nicht unbedingt. Eher hätte ich lieber gerne irgendwas, was meinen Schaden erhöht. Also was habe ich aktuell drin? Regeneriert die Hälfte der gesamten Lebenspunkte und kurzzeitig anhaltende. Genau, das ist Quatsch. Maximale LP, regenerierte FP, Ausdauerschub, Geschickschub, alle Schadensresistenzen, Halteffekte, erhöht die Resistenz, kurzmagische Angriffe, verstärkt Blitzangriffe, Heiligangriffe, erleichtert es Angriffen, die Haltung des Gegners zu brechen, nehme ich. Und dann noch, verbessert aufgeladene, macht aufeinanderfolgende Angriffe stärker, verringert den erlittenen Schaden beträchtlich. Läutert den Fluch des Blutfürsten. Oh, wow. Das hätte ich mal lesen sollen. Aufeinanderfolgende. Was habe ich jetzt? Nee, das nicht. Nee. Verringert den erlittenen Schaden beträchtlich, genau. Dann kann ich mir das einmal reinknallen. Gerade zum Ende hin vielleicht aufheben. Das war nicht die Richtung, in die ich wollte, dass sie schlägt und in die ich nicht wollte, dass ich ausweiche. Das ging gerade. Das war gerade Quatsch. Komplett. Also, es war gut bis zu diesem Zeitpunkt, an dem ich gestorben bin. So wie immer. Es ist immer gut, bis man stirbt, ne? Warte mal, aber was mir gerade auffällt, das brauche ich ja nicht. Kann ich dann vielleicht einen Ticken doch noch den Helm raufpacken? Ja. Sieht ein bisschen schicker aus. Jetzt bin ich schöner. Ah, man darf nicht zu weit ausweichen dann. Warum trifft er denn nicht? Ich will zu sehr ihre Haltung brechen. Das ist mein Problem. Wenn ich das nicht wollen würde, so extrem, dann hätte ich sie wahrscheinlich schon gekillt jetzt, aber ich will einfach auf Teufel komm raus diese Haltung brechen und hau dann weiter zu, obwohl ich low life bin und sie auf mich einprügelt und what the f... Ich hasse das. Ich hab's auch noch nicht durchschaut, die Rumzappelei. Noch nicht so ganz. Manchmal denke ich so, jetzt hört sie gleich auf zu zappeln, aber dann zappelt sie doch noch eine Runde.
Dann zappelt sie im Kreis um mich rum. Wild. Ich habe viel mehr Zeit. Viel langsamer ausweichen. Viel, viel langsamer ausweichen. Das war gemein von dir. Das war äußerst gemein. Gibt's doch nicht. Wie sie dann doch ihre Haltung wieder ewig halten kann. Vorhin hat das doch so gut geklappt. Ich glaube, ich schluck jetzt mal die Arznei und schau mal, wie es dann läuft. Vielleicht reichen ja 45 Sekunden, um die Haltung schnell genug zu brechen, 2-3 Mal oder so. Mist. Oh. Ey, diese rattige Scheiße. Kannst du mal mit der Magie-Scheiße jetzt aufhören, meine Gute? Das ist nämlich einfach nur ein nerviger Mist. Warum konnte sie vorhin nicht einfach sterben? Scheiße. Jetzt muss ich ewig rummachen, ey. Mit einem HP überlebt sie. Ah, ist das ärgerlich. Ah. So ein Mist. Bei 50% zündet sie ihre Schwerter an. Ey, dass die immer so spät kommt und dann so auf... Ha, der Kampf, der Schlag kommt so spät. Ich habe viel mehr Zeit. Ich kann viel mehr, mir viel länger überlegen, wann weiche ich aus. Ich springe jetzt in alle Angriffe rein. Ich springe jetzt nur noch in alle Angriffe. Und hau sie immer von oben mit einem Sprungangriff. Die ganze Zeit. Gnadenlos cheesen.
Zu früh gedrückt wieder. Ey, ach komm, sie weicht einfach hinter mich aus, ey. Schweinebacke. Ah, was war die Nummer nochmal? Hüpfen. Ah, scheiße. Ey, komm. AOE Magie. AOE Magie. Mein allerliebstes Mittel, um Gegner schwer zu machen. Vor allem auch noch dann AOE-Magie, die man nicht mal verhindern kann. Also ich, wahrscheinlich, wenn ich rechtzeitig springe, aber sie macht dreimal den Schaden, das ist ein One-Hit. Also sobald mich das trifft, ne? Ich habe so viele Treffer gelandet, zwei schwere mit Sprungangriff und trotzdem steht sie noch. Verstehe ich auch nicht, warum sie manchmal dann noch steht und manchmal nicht mehr. Seltsam. Vielleicht sollte ich aufhören anzuvisieren, aber dann trifft mein Sprungangriff nicht, ne? Kann doch jetzt nicht wahr sein. Komm schon! Mir gefällt, also am Anfang dachte ich, okay, ganz cool, aber der Kampf erinnert mich viel zu sehr an Marlene. 9, also so 85% irgendwie Marlene. Marlene in schnell, aber ohne Geflügel und Heal. Ja, genau, ja. Ach, fick dich. Mit deinem scheiß Drecks-Magie-Blödsinn besiegst du mich, ey. Ansonsten kannst du nichts. Thank you.
Nice, geht doch. Siehst du mal, ich hab sie in ihrem Magiescheiß unterbrochen. Keine Chance. Ach, geil. Gut. Puh. Dankeschön, Sepp. Im richtigen Moment diesen Trank gesoffen. Genau im richtigen Moment. Oh. Also, was habe ich gesagt? Ich will noch ein bisschen mehr Geschick, ja. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, warum ich hier aufgehalten werde, ehrlich gesagt. Warum werde ich hier aufgehalten von den Leuten? Warum wollen die nicht, dass ich Mick Keller kennenlerne oder schaue, was der so lernt oder macht oder tut oder wo sein Auftrag liegt? So, ich meine, erstmal geht es ja nur ums Kennenlernen. Ich werde einfach nur verprügelt von irgendwelchen Leuten, die mir im Weg sind. So, okay, vielleicht. Vielleicht. Oh, ich setze mich mal hier an die Gnade, glaube ich, weil hier greifen mich irgendwelche Schafe an. Moment, ich schau mal noch ganz kurz. Steht hier das gleiche Zeug? Kreuz berühren, hier lasse ich mein Herz zurück. Okay, das sind andere Worte. Nochmal, um darauf zurückzukommen. Vielleicht habe ich Hausfriedensbruch begangen. Okay. Aber dann kannst du auch nett sagen, hey, hier hinter mir ist der Ausgang. Bitte verpiss dich jetzt. Du bist in meinem Schloss. Dann musst du mich doch nicht direkt verprügeln. Ich glaube, das ist wieder ein guter Abschluss für eine Folge auf YouTube. Und ich sage Dankeschön fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.